Lange war es still um Bigfoot, das legendäre Wesen aus Nordamerika. Doch nun ist angeblich neues Videomaterial aufgetaucht. Im Rahmen des Sasquatch Genome Projects hat sich ein Forscherteam 5 Jahre lang mit den behaarten Kreaturen aus Nordamerika auseinandergesetzt. Hierbei sind diese Aufnahmen entstanden. Dem Team um die Forscherin Dr. Melba Ketchum ist es nach eigener Aussage aber nicht nur gelungen, Bilder überdimensionaler Fußabdrücke zu machen oder Videos aufzuzeichnen. Angeblich konnten die Forscher auch DNS sicherstellen, die belegen soll, dass es sich bei Bigfoot um eine hybride menschliche Spezies handelt. Bei einer Pressekonferenz in Dallas schilderten die Forscher ihre Ergebnisse, nach denen es wohl Tausende der sogenannten Bigfoots in Nordamerika geben soll. Das gesamte Projekt wird von 2 Unternehmern unterstützt, die bislang $500.000 in die Forschung investierten. Trotz des großen finanziellen Aufwands sind aber nur Videos von äußerst schlechter Qualität entstanden, sodass fraglich ist, ob die Forscher sich versehentlich nicht selbst gefilmt haben. Lange war es still um Bigfoot, das legendäre Wesen aus Nordamerika. Doch nun ist angeblich neues Videomaterial aufgetaucht. Im Rahmen des Sasquatch Genome Projects hat sich ein Forscherteam 5 Jahre lang mit den behaarten Kreaturen aus Nordamerika auseinandergesetzt. Hierbei sind diese Aufnahmen entstanden. Dem Team um die Forscherin Dr. Melba Ketchum ist es nach eigener Aussage aber nicht nur gelungen, Bilder überdimensionaler Fußabdrücke zu machen oder Videos aufzuzeichnen. Angeblich konnten die Forscher auch DNS sicherstellen, die belegen soll, dass es sich bei Bigfoot um eine hybride menschliche Spezies handelt. Bei einer Pressekonferenz in Dallas schilderten die Forscher ihre Ergebnisse, nach denen es wohl Tausende der sogenannten Bigfoots in Nordamerika geben soll. Das gesamte Projekt wird von 2 Unternehmern unterstützt, die bislang $500.000 in die Forschung investierten. Trotz des großen finanziellen Aufwands sind aber nur Videos von äußerst schlechter Qualität entstanden, sodass fraglich ist, ob die Forscher sich versehentlich nicht selbst gefilmt haben.